Wroclaw, polnische Stadt. Breslau, deutsche Stadt und dazwischen passen noch die Habsburger. Kulturell ist die Stadt stark jüdisch geprägt, tschechisch, ukrainisch, böhmisch und vor allem preußisch. 1741 erobert Friedrich der Große Breslau. 1944 erklärt Hitler die Stadt zur Festung. In den letzten Kriegswochen zerstören die Sowjets 70% der historischen Stadtmitte. Die Stadt liegt in Trümmern. Und da befinden sich immer noch 300.000 deutsche Breslauer in der Stadt. Sie werden ausgehungert und vertrieben und ausgetauscht mit Menschen aus den früheren polnischen Ostgebieten. Danach ist Wroclaw nur noch Wroclaw, eine Stadt ohne Gedächtnis. Das hat sich geändert. Das ist eine Zeit des Trauerns, aber auch, wenn man in Polen mit den Menschen spricht, eine Zeit des Zusammengehörigkeitsgefühls. Sie als Politiker, das ist ja eine Gruppe von Politikern in Hauptsache, die dort gestorben sind. Ist das ein Gefühl von Verwaistheit? Also ich meine, für mich ist es viel irgendwie eher besinnlicher, weil die Hälfte der Maschine... Das waren meine Freunde. Deswegen ich spüre das irgendwie wirklich persönlich. Das deutsch-polnische Verhältnis zeigen Sie in Breslau auf eine unglaublich selbstverständliche Art und Weise. Dass Breslau eine polnische Stadt ist, eine deutsche Stadt ist und eine jüdische Stadt ist. Warum geht das in Breslau? Also erstens vor dem Krieg, es war eine deutsche Stadt. Deutsche Stadt. Man hat hier Deutsch gesprochen. Jetzt ist es eine polnische Stadt. Das ist höchstwahrscheinlich das Wichtigste, was es in der tausendjährigen Geschichte der Stadt passiert ist. Also hundertprozentiger Austausch der Bevölkerung. An sich sehr tragisch und traurig. Ich finde es an der anderen Seite unglaublich positiv, dass man die ganze Geschichte der Stadt jetzt annehmen kann und dass man an alle Breslauer denken kann, die hier geboren waren, die hier gewohnt haben. Zum Beispiel, also die jungen Breslauer, die sprechen heutzutage über 10 Nobelpreisträger. Und die sagen, wir haben in unserer Geschichte 10 Nobelpreisträger gehabt. Ich finde das wunderschön. Das ist zwar kein also Teil der polnischen Deutsche, Geschichte. Nee, das sind Deutsche. Also, keine Polen. Okay. Keine Polen. Also das ist ein Part. Das ist ein Teil der deutschen Geschichte. Und das gefällt mir, aber weil das ist zusätzlich ein Teil der Geschichte der Stadt. Und in dem Sinne, es könnte angenommen werden. Offenbar waren die Polen sehr viel weiter darin, oder die Breslauer weiter als viele Menschen in Deutschland? Das würde ich nicht beurteilen. Ich wollte nur betonen, dass es in einer solchen Stadt, weil irgendwie ist schon Breslau, wie gesagt, eine Stadt der Vertreibung, dass man so etwas Schönes sagen könnte. Finde ich wirklich toll. Und das wollte ich betonen und irgendwie von den Breslauer verlangen, dass die so offen und tolerant und irgendwie bereit, Fremde anzunehmen, für immer bleiben. Ich danke Ihnen sehr. Herzlichen Dank. Danke. Herzlichen Dank.